Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf, die Aktuelle Stunde. Hierzu liegen mir die folgenden rechtzeitig eingegangenen Anträge auf aktuelle Debatten vor. Antrag der Fraktionen CDU zum Thema Solidarität mit Israel, jüdisches Leben in Sachsen schützen und Antrag der Fraktion AfD zum Thema Massenmigration ohne Ende. Ist das Grundrecht auf Asyl noch zeitgemäß? Die Verteilung der Gesamtredezeit der Fraktionen hat das Präsidium wie folgt vorgenommen. CDU 43 Minuten, AfD 33 Minuten, Die Linke 16 Minuten, Bündnis Grüne 14 Minuten, SPD 12 Minuten, Staatsregierung zweimal je 10 Minuten, wenn gewünscht. Wir kommen damit zur ersten aktuellen Debatte, Antrag der Fraktion CDU zum Thema Solidarität mit Israel, jüdisches Leben in Sachsen schützen. Als Antragstellerin hat zunächst die Fraktion CDU das Wort. Ich übergebe an Herrn Kollegen Hartmann. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, und ich grüße sehr herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinden Sachsens. Es ist ein trauriger und tiefst erschütternder Anlass, der uns heute hier zusammenbringt. Am 7. Oktober 2023 ereignete sich der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Hunderte Unschuldige wurden ermordet, verletzt, verschleppt und gedemütigt. Erneut wurde das israelische Volk mit ungeheuerlicher Brutalität und Grausamkeit angegriffen. Und uns ist bewusst, dass der Terrorakt der Hamas zivile Opfer auf beiden Seiten fordert. Ich bin Ihnen, liebe Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinden in Sachsen, daher sehr dankbar, dass Sie trotz dieser schrecklichen Ereignisse unserer Einladung gefolgt sind, um an der aktuellen Debatte Solidarität mit Israel, jüdisches Leben in Sachsen schützen, beizuwohnen. Im 75. Jahr seiner Gründung sieht sich der israelische Staat erneut mit einer massiven und grausamen terroristischen Bedrohung konfrontiert. Tausende Menschen wurden getötet und verletzt und 250 Menschen verschleppt. Ein solcher Terrorakt ist durch nichts zu rechtfertigen. Sachsen und die CDU-Fraktion stehen an der Seite Israels. Nicht nur unsere besondere historische Verantwortung fordert uns dazu auf, es ist auch ein Gebot der Menschlichkeit und der Empathie. Umso schlimmer und unerträglicher sind die antisemitischen Äußerungen auf Demonstrationen, sind Angriffe auf jüdische Läden und Drohungen gegen die Menschen, die sich mit dem Terror der Hamas direkt oder indirekt konfrontiert sehen. Daher verurteilen wir die schier unfassbaren Sympathiebekundungen und antisemitischen Ausfälle auf Kundgebungen in ganz Deutschland auf das Schärfste. In Sachsen werden wir keine Feiern und Solidaritätsbekundungen mit den Mördern der Hamas dulden. Antisemitische Hetze und das Gutheißen von Verbrechen sind eine Straftat und angesichts des Ausmaßes der Hamas-Terrors geradezu widerwärtig. Wir werden solches Verhalten in keiner Weise tolerieren, sondern ihn mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen. Hamas-nahe Vereine, die nachgewiesenermaßen den antisemitischen Hass des Terroristen verbreiten, gehören verboten und entsprechende Versammlungen, auf denen Hass und Hetze gegen das israelische Volk und unsere jüdischen Mitbürger verbreitet werden, müssen untersagt werden. Sie stellen eine Gefahr für das jüdische Leben in Deutschland und die öffentliche Sicherheit insgesamt dar. Ich bin daher Staatsminister Schuster und der sächsischen Polizei sehr dankbar, dass sie den Schutz jüdischer Einrichtungen in Sachsen konsequent verschärft haben. Jüdinnen und Juden müssen sich in unserem Freistaat sicher fühlen, und das ohne Wenn und Aber. Über 1700 Jahre gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Jüdisches Leben und die jüdische Kultur gehören zu Sachsen, und die Sicherheit Israels ist für uns deutsche Staatsräson. Beides ist für uns sowohl Verpflichtung als auch Aufgabe. Antisemitismus scheint leider auch in Deutschland für immer mehr Menschen akzeptabel. Es ist ein Zustand, der mich schreckt und betroffen macht. Insbesondere dürfen wir unsere Augen nicht
vor dem importierten Antisemitismus und dem wachsenden Hass gegen den Staat Israel in unserem Land verschließen. Das zivilgesellschaftliche Lagebild Antisemitismus, welches gestern auch von Antisemitismusbeauftragten vorgestellt wurde, zeigt deutlich, dass wir es in Deutschland mit massivem islamischen Antisemitismus zu tun haben. Wir dürfen uns davon nicht einschüchtern lassen und keinen Millimeter von unserer Haltung abweichen. Für Hass und Hetze ist kein Platz in unserem Staat. Hierfür gilt Null Toleranz. Kritik an der israelischen Regierung und Politik kann, darf und muss es geben. Aber sie darf nicht als das rüberkommen, was sie leider viel zu häufig ist, purer Antisemitismus. Und für Antisemitismus gibt es in unserem Land keinen Platz. Ich zitiere hier gerne unseren geschätzten Landtagspräsidenten. Leider ist die üble Wurzel des Antisemitismus nicht eingegangen. Daran dürfen wir uns nie gewöhnen. Jüdinnen und Juden müssen bei uns in Sachsen sicher sein. Wir leben gemeinsam in einem demokratischen und rechtsstaatlichen Land, das die freie Ausübung der Religion garantiert. Daher können wir auch nicht zulassen, dass der Terror im Nahen Osten für antisemitische Hetze in Sachsen missbraucht wird. Mit Recht fordern die jüdischen Gemeinden von der deutschen Gesellschaft, sie nicht ausschließlich als Opfer des Antisemitismus wahrzunehmen, sondern als ganz normale kulturelle und religiöse Gruppe. Insofern tragen wir dafür alle Verantwortung, dass jüdisches Leben bei uns nicht hinter hohen Mauern und nicht hinter kugelsicheren Pforten stattfinden muss. Ich sage an der Stelle im Namen meiner Fraktion laut Ja zum jüdischen Leben in Sachsen. Und damit möchte ich meine Ausführungen beenden. Kollege Hartmann sprach für die CDU-Fraktion. Für die Fraktion der AfD spricht nun Kollege Hütter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete. Am 3.11.23 sagte Ministerpräsident Kretschmer im ZDF-Morgenmagazin, ich zitiere, Zitat Anfang, wir können doch nicht all diese ganzen Leute ins Land lassen und uns dann beschweren, dass hier israelische Fahnen verbrannt werden. Was ist das für eine Politik? Zitat Ende. Werte CDU, werter Herr Minister, diese Politik, die Politik der offenen Grenzen, ist Ihre Politik, meine Damen und Herren. Diese ganzen Leute, wie Sie sie nennen, Herr Ministerpräsident, sind bekanntlich unter der CDU, wir schaffen das, Regierung, ins Land gelassen worden. Und nun beschweren ausgerechnet Sie sich, dass israelische Fahnen in Deutschland verbrannt werden. Nun beschweren Sie sich über die massenhafte bildungsferne Zuwanderung. Jetzt beschweren Sie sich über vollkommen überforderte Länder und Kommunen. Herr Ministerpräsident, Sie mögen ja, wie unser Bundeskanzler, an massiver Vergesslichkeit leiden. Die Bürger tun es nicht und die AfD-Fraktion im Hohen Hause ebenfalls. Von CDU bis Grün hören wir seit 3 Wochen mahnende Sonntagsreden, in denen die Gewalt gegen Juden in unserem Land verurteilt wird und heute wieder. Es gebe keinen Platz für Antisemitismus, heißt es gebietsmühlenartig in den Statements. Jetzt brauchte es harte Antworten des Rechtsstaates. Das Problem an diesen Formulierungen ist nur, sie klingen zwar kernig, aber das Gegenteil ist die Realität. Überall in Deutschland und leider auch hier in Sachsen ist sehr wohl jede Menge Platz für islamischen Extremismus gegen Juden. In Berlin, Essen, Düsseldorf und vielen weiteren Städten wurde in den letzten Tagen und Wochen sogar buchstäblich Platz gemacht. Zigtausende Islamisten konnten ungestört Parolen über deutsche Straßen schmettern. Salafisten haben auf Transparenten in unseren Städten die Einrichtung des Kalifats gefordert. Und das alles leider nicht zum ersten Mal, wie man meinen könnte, wenn man Scholz, Habeck und viele anderen Unionspolitikern glauben kann. Diese Entwicklung ist seit Jahren zu beobachten und unmissverständlich gewarnt. Und das von Anfang an, meine Damen und Herren, hat nur die AfD. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren, eine Wahrheit, die Sie hier im Saal nicht hören wollen, aber natürlich besonders auch hier in Sachsen zutrifft. Auf einer Pro-Palästina-Demo am 14.10.23 hier in Dresden rief die Menge,
Tod, Tod, Israel. Auf den Schildern waren unsägliche Parolen zu lesen, wie es gibt kein Israel, Israel gleich Nazis. Anstatt gegen die Aussagen und Schilder sofort vorzugehen, erfasste die Polizei die Vorgänge erst im Nachhinein. Demonstrationsexzesse wie diese in Dresden sind völlig inakzeptabel und zeigen die massive Schiefstellung in unserem Land. Wieso geht man hier nicht genauso vor wie gegen unbescholtene Bürger bei Corona-Demonstrationen? Wenn aggressive Migranten auf unseren Straßen den Hamas-Terror bejubeln, wird tatenlos zugeschaut. Samthandschuhe statt Wasserwerfern, betretenes Schweigen statt Sitzblockaden. Wo bleibt die Durchsetzung des Rechts mit aller Konsequenz, die Kanzler Scholz am 12. Oktober im Bundestag lauthals versprochen hat? Wo bleiben die Feststellungen und erkennungsdienstlichen Maßnahmen bei den jüngsten antijüdischen Demonstrationen? Wie häufig wurde das Aufenthaltsrecht der Demonstranten kontrolliert? Wie viele Fahndungen und Strafverfahren eingeleitet? Wie häufig Abschiebungen geprüft und eingeleitet? Glauben Sie, die Bürger merken diese Ungleichbehandlung nicht? Halten Sie unsere Bevölkerung wirklich für so dumm? Mehr in einer zweiten Rederunde. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion sprach Kollege Hütter. Kollege Gebhardt spricht nun für die Fraktion Die Linke. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, gut und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass wir heute hier im Sächsischen Landtag uns mit dem Thema Solidarität mit Israel und dem jüdischen Leben in Sachsen auf Antrag der CDU beschäftigen. Gleich vorneweg will ich aber eins klarstellen. Wir als Linke kämpfen aus Überzeugung gegen jede Form des Antisemitismus und heucheln diesen Kampf nicht, wie die AfD es gerade gemacht hat, nur um gegen Muslime zu hetzen. Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte über die AfD: Ich bin der Meinung, dass es seitens der demokratischen Parteien keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben darf, die in großen Teilen nationalistisch, rassistisch und völkisch ist. Eine Partei, die ganz klar auch Nazi-Ideologie verkörpert. Herr Hütter hat gerade bewiesen, dass Josef Schuster recht hat. Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober war ein unfassbares Verbrechen. Soldaten und Zivilisten, Israelis und Menschen aus anderen Ländern, Männer, Frauen und Kinder, wurden vergewaltigt, gefoltert, ermordet, einzig deswegen, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Es war das schlimmste Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg, ein barbarischer Ausbruch des Antisemitismus. Weltweit haben unzählige Menschen darauf ihre Solidarität mit Israel bekundet. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es gab auch Verblendete in der muslimischen Welt, aber auch im Westen, die das Massaker vom 7. Oktober als Befreiungstat rechtfertigten. Aber der feige Mord an Unschuldigen ist nie etwas anderes als ein Verbrechen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Die Hamas kämpft nicht für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser, die sie selbst unterdrückt, sondern für die Vernichtung des Staates Israel. Wer diese Organisation verherrlicht und auf deutschen Staaten Tod der Juden ruft und sogar jüdische Menschen und Institutionen angreift, ist ein Antisemit und muss für seine Taten bestraft werden. Das gilt übrigens völlig unabhängig von der Herkunft der Täter oder der Täterin. Jüdinnen und Juden müssen sich in Deutschland sicher fühlen. Das muss keine Staatsräson bemüht werden. Das ist eine Frage der Menschlichkeit und der Toleranz. Für uns als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten ist klar, niemand, der antisemitische Vorurteile pflegt, kann sich als links bezeichnen und zu uns gehören. Der Krieg, der jetzt im Nahen Osten tobt, sorgt auch in Deutschland und in Sachsen für Angst und Wut. Wie schon oft in den vergangenen Jahren wird in der Öffentlichkeit nur noch in Kategorien von Freund und Feind gedacht. Dieses Schwarz-Weiß-Denken aber befördert ganz gewiss nicht Frieden. Aber der kann nur durch Verständigung und Ausgleich wachsen. Es ist falsch, Menschen als Feinde Israels zu denunzieren, nur weil sie auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hinweisen. Jedoch hat Israel das Recht, sich gegen die Überfälle und den Raketenbeschuss der Hamas zu verteidigen und die verschleppten Geiseln zu befreien. Jedoch auch der Staat Israel muss dabei das Völkerrecht achten. Wir als Linke bleiben bei unserer Überzeugung, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern lässt sich nicht militärisch lösen, sondern nur dadurch, dass zwei Staaten geschaffen werden, in denen Jüdinnen und Juden sowie Araberinnen und Araber in Sicherheit leben können.
Auch die Menschen in Palästina brauchen eine Perspektive für Frieden, Wohlstand und Selbstbestimmung. Wir sehen außerdem mit großer Sorge, dass dieser neue Krieg die Gefahr einer globalen Eskalation weiter erhöht. Es ist ein großes Glück für uns alle, dass nach dem Grauen der Shoah in Deutschland inzwischen wieder jüdisches Leben erblüht. Es wurden neue Synagogen für jüdische Gemeinden gebaut. Jüdische Restaurants, jüdisches Theater, jüdische Vereine gehören wieder zu unserer Kultur. In Chemnitz gibt es seit Längerem einen jüdischen Kindergarten. Und endlich wurde jüdischer Religionsunterricht dem katholischen und evangelischen gleichgestellt, auch wenn wir als Linke der Meinung sind, dass Religion kein Unterrichtsfach in Schulen sein sollte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Linke werden uns jeden Versuch entgegenstellen, Jüdinnen und Juden bedrohen oder zu verletzen. Der größte Feind aber, den Jüdinnen und Juden in Deutschland haben, ist und bleibt die antisemitische extreme Rechte. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke sprach Kollege Gebhardt. Kollegin Schubert spricht nun für die Fraktion Bündnis Grüne. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinden in Sachsen. Am 7. Oktober 2023 wurde die größte Zahl jüdischer Menschen seit Ende des Zweiten Weltkrieges an einem Tag getötet. Für die jüdischen Menschen bedeutet dieser Tag eine Zeitenwende. Die Terrororganisation Hamas ging mit einer Barbarei und unvergleichbaren Brutalität vor, die sprachlos macht. Und sie filmte all das, die gesamten Gräueltaten, und stellte sie online. Ein Pogrom in Echtzeit übertragen. Das sind keine Freiheitskämpfer, das sind Terroristen. Und sehr bewusst war auch der Zeitpunkt gewählt. Am Ende des Laubhüttenfestes und 50 Jahre nach Beginn des Yom Kippur-Kriegs am 6. Oktober 1973. Diese Zeitenwende für Jüdinnen und Juden bedeutet die Gewissheit eines sicheren Staates Israels für Juden ist erschüttert. Was für eine Zäsur. Der Schock über das nicht geglaubte und doch Geschehene darf unsererseits hier in Deutschland, hier in Sachsen nicht in Zurückhaltung, Schweigen, Relativierung oder Rückzug münden. Nein, wir müssen, wir können und wir werden sehr klar benennen, wo wir stehen und weshalb, wer die Täter sind und was wir tun können. Es gibt keine Alternative zur klaren Haltung gegen jede Form von Antisemitismus. Es gibt keine Rechtfertigung für Hass gegen Jüdinnen und Juden. Und es gibt kein Ja-Aber. Das Recht Israels, sich gegen die Bedrohung durch seine Feinde mit allen nötigen Mitteln zu verteidigen, steht für uns außer Frage. Das, was die Hamas macht, ist barbarisches, unmenschliches und sinnloses Morden, das immenses Leiden schafft in Israel und in Gaza. Die Anzahl antisemitischer Straftaten ist massiv angestiegen, auch in Deutschland. Und auf Demonstrationen werden antisemitische Parolen gerufen. Es ist wahr, was Vizekanzler Robert Habeck gesagt hat. Zitat: Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zu Relativierung führen. Zitat Ende. Es ist notwendig, die Solidarität mit Israel auch vor dem Hintergrund des morgigen Gedenktags zur Reichspogromnacht zu sehen. Die Reichspogromnacht war der Auftakt der Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland, der Shoah. Daraus erwächst unsere historische Verantwortung für Israel. Und wenn wir vom Existenzrecht und der Sicherheit Israels als Staatsräson sprechen, dann ist das eben keine leere Worthülse, sondern es ist ein Bekenntnis. Und ich zitiere dazu Konrad Adenauer, der es für mich zeitlos auf den Punkt gebracht hat. Zitat: Wer unsere besondere Verpflichtung gegenüber den Juden und dem Staat Israel verleugnen will, ist historisch und moralisch, aber auch politisch blind. Der weiß nichts von der jahrhundertelangen deutsch-jüdischen Geschichte
und nichts von den reichen Beiträgen, die von Juden zur deutschen Kultur und Wissenschaft geleistet worden sind. Er begreift nicht die Schwere der Verbrechen des nationalsozialistischen Massenmords an den Juden. Zitat Ende. Die Gründung Israels war nach dem Holocaust das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden und Deutschland. Wir sind verpflichtet beizutragen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Als Bündnisgrüne bejahen wir auch die besondere Verpflichtung des Staates zum Schutz jüdischen Lebens in unserem Land. Lassen Sie mich einige persönliche Worte sagen und dazu möchte ich folgende Erinnerungen mit Ihnen teilen. Vor einem Jahr wurde in Görlitz ein neuer Davidstern auf der Kuppel der jüdischen Synagoge, dem heutigen Kulturforum Görlitzer Synagoge, errichtet. Ein zutiefst bewegender und historischer Moment, ein Bekenntnis und eine sehr bewusste Entscheidung. Ein Jahr später stehe ich hier, bin ebenso tiefst bewegt, aber erschüttert. Und ich war in diesem Jahr auch zu Gast auf der Jewish Remembrance Week in Görlitz. Mrs. Leiderman hat einen ganzen Bus von Nachfahren jüdischer Menschen, die früher in Görlitz lebten, und auch zwei hochbetagte Holocaust-Überlebende aus der ganzen Welt nach Görlitz gebracht. Und an einem Abend kam ich ins Gespräch mit einem Mann aus Australien. Und es kam der Moment, da konnte ich meine Tränen nicht aufhalten. Und der Mann sagte, it's not your fault. Und ich sagte, but it's still my responsibility. Mehr dazu in der zweiten Runde. Kollegin Schubert sprach für die Fraktion Bündnis Grüne. Kollegin Gliese spricht nun für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im vorigen Jahr fand in Chemnitz das Landesamt für Archäologie bei Grabungen eine Mikwe. Das ist etwas ganz Besonderes, ein geradezu sensationeller Fund. Die Mikwe steht im Grunde sinnbildlich für Jahrhunderte jüdischen Lebens in Sachsen. Denn dieses jüdische Reinigungsbad ist bis heute eingehaust in ein Betonkokon. Das heißt, es existierte die meiste Zeit im Verborgenen. So ist es auch mit dem jüdischen Leben, auch wenn wir uns das anders wünschen. Flucht, Angst und Absonderung charakterisieren den Großteil jüdischen Lebens in der Geschichte Sachsens. Nach 1945 sollte das anders werden. Dem Zivilisationsbruch der Shoah wurde das Große nie wieder entgegengesetzt. In der SPZ wurde das zunächst schwierig. Der Antisemitismus Stalins verbreitete Angst und Schrecken auch in der ehemaligen DDR. Dennoch waren Juden gekommen, um die DDR aufzubauen. Sie erlebten zweierlei. Zum einen eine israelfeindliche Politik, zum anderen Menschen mit jüdischen Wurzeln, die es waren, die die kulturelle Blüte der DDR herbeiführten. Anna Segers, Stefan Hermlin, Hans und Georg Eisler, Alfred Kantorowicz. Sie alle hatten jüdische Wurzeln. Sie alle sprachen selten darüber. Mit der Wiedervereinigung kam die Suche nach einer neuen nationalen Identität. Das hatte auch Auswirkungen auf die jüdischen Gemeinden. Die jüdischen Gemeinden wuchsen. Es war eine große Leistung, die Heterogenität dieser Gemeinden zu einer Einheit zusammenzubinden. In den letzten 10, 15 Jahren darf man schon, finde ich, von einem gemeinsamen Leben sprechen. Die jüdischen Gemeinden rückten endlich mehr dorthin, wohin sie gehören, in die Mitte unserer Gesellschaft. Nun lesen wir, dass Jüdinnen und Juden in Sachsen wieder Angst haben. Und ich frage mich, ist das tatsächlich erst seit dem 7. Oktober der Fall? Ich möchte hier drei Zäsuren nennen. 9/11, Chemnitz 2018, Halle 2019. Alle drei Ereignisse haben das individuelle Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in unserer Region stark beeinträchtigt. Das Nie wieder bröckelte bereits in den letzten 25 Jahren. Und das zeigt uns eindeutig, dass es mehr braucht als einen politischen Willen, um nie wieder umzusetzen. Um nie wieder
Leben werden zu lassen, um nie wieder mit Realität und Leben zu erfüllen, müssen wir alle, so wie wir hier stehen und sitzen, die eigenen Antisemitismusbeauftragten unseres Freistaates werden, jeder und jede von uns. Es war die französische liberale Rabbinerin Delphine Orvilleur, die sagte, der Antisemitismus ist niemals das Problem der Juden, es ist erst immer das Problem der Gesellschaften, die ihn tolerieren und ermutigen. Ermutigen kann auf viele Arten stattfinden. Ermutigen findet auch statt durch Schweigen, durch Ignorieren. Ich denke da vor allen Dingen an die Kunst- und Kulturszene. Wenn ich in mich gehe, habe auch ich geschwiegen. Auch ich habe mich nicht geäußert zu den letzten Ereignissen auf der Documenta. Ich war etwas ratlos, ich war etwas unsicher und habe es am Ende einfach abgetan. Und genau das ist es, was dazu beiträgt, dass Jüdinnen und Juden das Gefühl haben, dass wir uns nicht hinreichend für ihre Interessen einsetzen. Und genau das ist es, was ich beim nächsten Mal gerne anders machen würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich vermeide es bewusst, in dieser Debatte die Gräueltaten der Hamas zu referieren. Die Herzen derer, die sich damit befassen sollten, erreiche ich ohnehin nicht. Vielmehr möchte ich diese Debatte positiv beenden, mit einer Vision. Vorgetragen hat diese Vision Akiva Weingarten am vorigen Samstag. Er sagte in Bezug auf die Stadt Dresden, wir müssen das jüdische Leben hier zu einem Teil der Normalität machen. Wir brauchen jüdische Schulen, wir brauchen ein jüdisches Jugendzentrum, ein Kulturzentrum, ein Altersheim, koschere Restaurants, einen koscheren Supermarkt, alles, was zum jüdischen Leben gehört. Lassen Sie uns gemeinsam diese Vision Realität werden lassen. Vielen Dank. Kollegin Kliese sprach für die SPD-Fraktion. Nun gehen wir in eine zweite Rederunde. Ich übergebe an die CDU-Fraktion, an Herrn Kollegen Dürks. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Der 7. Oktober diesen Jahres war ein Tag brutaler Unmenschlichkeit. Es ist bereits gesagt worden, an keinem anderen Tag seit 1945 sind mehr Jüdinnen und Juden eines gewaltsamen Todes gestorben. Und ich will es hier in der brutalen Banalität noch einmal sagen, sie wurden deshalb ermordet, einzig und allein, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Sie wurden nicht ermordet, weil sie eine bestimmte politische Position vertreten haben, weil sie diesen oder jenen Standpunkt zum Umgang Israels mit seinen Nachbarn vertreten haben, sondern sie wurden ermordet, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Und das bringt mich zu einem aus meiner Sicht ganz wichtigen Punkt in der Diskussion über dieses Ereignis und zu einem ganz wichtigen Punkt im Umgang mit Israel in der öffentlichen Debatte, nämlich der Behauptung, die falscher nicht sein könnte, dass immer, wenn es um Israel geht, es verboten sei, Kritik zu üben. Ich will daran erinnern, dass es kein anderes Land im Nahen Osten gibt, kein anderes Land in dieser Region gibt, das eine so vitale Zivilgesellschaft hat, in der so kontrovers über Politik gestritten wird, in dem so kontrovers über Innenpolitik gestritten wird. Dieser Streit findet aber immer dann seine Grenze innenpolitisch in Israel und muss seine Grenze auch in der Debatte innerhalb Europas und in Deutschland finden, wenn es um die zentrale Frage des Existenzrechts des Staates Israel geht und um die zentrale Frage des Lebensrechts von Jüdinnen und Juden. Das muss die Grenze sein, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Und diese Debatte findet statt. Wir erleben in Deutschland eine große Welle der Solidarität, eine große Welle der Anteilnahme mit Jüdinnen und Juden, mit den jüdischen Gemeinden, mit jüdischem Leben, mit jüdischer Kultur. Und wir erleben auf der anderen Seite natürlich auch, wie das Existenzrecht Israel in Frage gestellt wird, wie Parolen auf unseren Straßen gebrüllt werden, die zum einen ein Schlag ins Gesicht der Menschen sind, deren Herzen gebrochen sind, weil sie nahe Verwandte verloren haben, weil sie gesehen haben, wie
Menschen abgeschlachtet wurden, wie Menschen gedemütigt wurden, wie Menschen entführt wurden, nur weil sie Jüdinnen und Juden sind. Und auf der anderen Seite erleben wir, wie deutlich wird, dass die Kritik an Israel, dass das Relativieren der Morde von Israelis, von Jüdinnen und Juden, gleichzeitig dazu genutzt wird, die liberale Demokratie anzugreifen. Und deswegen sind wir als Politik, aber auch als Gesellschaft gefragt, immer wieder deutlich zu machen, dass liberale Demokratien klare Gelingensbedingungen haben, dass wir klare Grenzen setzen müssen mit Blick darauf, wo gegenüber wir Toleranz üben. Wir aber auch immer wieder deutlich machen müssen, dass die Diskussion über die Angriffe der Hamas auf Israel nicht dazu führt, denjenigen das Wort zu reden, die sich gerne als Schutzpatronen jüdischen Lebens aufführen, es in Wirklichkeit aber nicht sind. Es wundert mich schon, Herr Kollege Hütter, dass Sie in Ihrer ganzen Rede kein einziges Wort des Mitgefühls oder der Einordnung der Ereignisse gefunden haben, über die wir eigentlich sprechen. Das zeigt doch, wessen Geisteskind Sie sind und welche Haltung Sie zu jüdischem Leben haben. Und dass das so ist, dafür will ich gar nicht meine eigenen Worte verwenden, sondern ich will einfach noch einmal sagen, was Charlotte Knobloch am 27. Januar 2021 im Deutschen Bundestag gesagt hat. Sie sagte, sie steht vor Ihnen, also vor den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags, als stolze Deutsche. Und sie sagte, wir, gerichtet an Sie, werden auf unser Land aufpassen, weil Sie es eben nicht tun. Wir Demokraten, wir Deutsche, die Juden in Deutschland werden gemeinsam auf dieses Land aufpassen, gegen all seine Feinde eintreten und verhindern, dass das Leid, das am 7. Oktober in Israel angerichtet wurde, von den Falschen instrumentalisiert wird. Und wir werden gleichzeitig dafür eintreten, dass Deutschland und Europa eine gute Heimat für Jüdinnen und Juden bleibt. Herzlichen Dank. Kollege Dirk sprach für die CDU-Fraktion. Nun spricht für die AfD-Fraktion Kollege Hütter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, seit 2015 nimmt nicht nur die Gefährdung für jüdische Einrichtungen in ganz Deutschland deutlich zu, sondern auch für christliche. Kirchen werden angegriffen, christliche und jüdische Kinder in den Schulen werden gemobbt. Wo bleiben eigentlich die CDU-Debatten, die dort lauten, christliches Leben in Sachsen schützen? Auch für Frauen und Homosexuelle haben sich die Risiken deutlich erhöht. Werfen Sie doch mal einen Blick auf die Statistiken. Gewaltdelikte, Sexualstraftaten und Messerkriminalität steigen stetig an. Ein trauriger Tiefpunkt war der brutale Mord vor 3 Jahren in Dresden, als auf offener Straße ein Homosexueller durch einen Islamisten erstochen wurde. Das, meine Damen und Herren, ist das Ergebnis Ihrer Willkommenspolitik, sehr geehrte Damen und Herren, in den Regierungsparteien. Sie haben nicht nur beim Schutz jüdischen Lebens, sondern auch bei anderen Sicherheitslagen versagt. Und ausgerechnet Sie, die für all dies mitverantwortlich sind, wollen jetzt plötzlich harte Kante zeigen. Wir als AfD haben sehr früh auf das Problem des kulturfremden Zuzugs hingewiesen. Auch auf anderes Demokratieverständnis der Asylbewerber, auf islamische und islamistische Prägungen und Ansichten. Unter dem Deckmantel der wünschenswerten kulturellen Bereicherung wurden wir ignoriert und diffamiert. Lange schon fordere ich ein Gesamtkonzept gegen alle Extremismusformen. Der religiöse Extremismus wird aber auch wie der Linksextremismus nie mit der nötigen Härte bekämpft. Ich möchte bei der Gelegenheit auch auf meine Anfragen bezüglich türkischer Imame, Moscheen und Gebetsräume hinweisen. Unverständlich für mich ist auch, dass die Hamas, welche auch mit deutschen Spenden und Steuergeldern unterstützt worden ist, erst jetzt verboten wurde. Für die Integration der kulturfremden Menschen wurden in Deutschland Milliardensummen ausgegeben, Moscheen wurden gebaut, islamistische und antijüdische Vereine wurden unterstützt. Hauptsache, es passte ins Weltbild, je bunter, desto besser, und alles andere war rechts, meine Damen und Herren.
Es wurde nicht hinterfragt, wen man dort eigentlich unterstützte, materiell und ideell: Salafisten, Hamas-nahe Organisation, antijüdische Organisation. Viel zu lange wurden keine Abschiebungen durchgeführt. Allein in Sachsen leben bereits über 15.000 Ausreisepflichtige und selbst Intensivstraftäter werden kaum abgeschoben. Auch hier hat die aktuelle Regierung gnadenlos versagt. Herr Ministerpräsident, noch ein Zitat aus dem ZDF. Dieses Land muss sich ehrlich machen. Es ist jetzt ein Aufwachen nötig, damit wir hier wieder zu mehr Kontrolle kommen. Man muss raus aus dem parteipolitischen Klein-Klein. Zitat Ende. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ministerpräsident, für so viel Erkenntnis in nur drei Sätzen. Und Sie, Herr Innenminister, was um Himmels Willen hat wann wem eine schön klingende Erklärung der Ostinnenminister jemals geholfen? Frage. Vielleicht noch eins zum Schluss, liebe CDU. Unterlassen Sie es vielleicht, in Zukunft so ernsthafte Themen wie diese hier dazu zu nutzen, um Ihre eigenen Versagen zu vertuschen. Vielen Dank. Kollege Hütter sprach für die AfD-Fraktion. Nun sehe ich einmal Kollegen Hartmann und Kollegen Richter am Mikrofon. Ich vermute mal, Sie wollen eine Kurzintervention auf den Redebeitrag vom Herrn Hütter tätigen. Ich übergebe zuerst das Wort an Herrn Kollegen Hartmann. Er war nämlich der Erste am Mikrofon. Bitte schön, Herr Kollege. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich als Erstes in aller Betroffenheit für diesen Redebeitrag bei all denen entschuldigen, die das hören mussten. Wir sind eine freiheitliche Gesellschaft. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Wer sich an unsere staatlichen Regeln hält, wer das Grundgesetz achtet, der ist in diesem Land auch willkommen. Und dazu gehören eben unterschiedliche Konfessionen. Und Ihr Redebeitrag, Herr Hütter, der jetzt versucht, in einer billigen Rhetorik den Islam auszuspielen gegen andere Religionen und ein Bild macht, das ist unzulässig, das ist unehrlich, das ist beschämend. Ganz klar, und das ist die Trennung. Wir bekennen uns zu Israel, und das ist Gegenstand dieser Debatte in diesem Hohen Hause, mit einem schrecklichen, schrecklichen Terrorakt am 7. Oktober und einem klaren Bekenntnis dazu, wie wir damit umgehen und einer Abgrenzung zu einer Terrororganisation wie der Hamas und dem daraus folgenden notwendigen Schritten. Das, was Sie hier veranstalten, ist billigster Klamauk. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Das war Kollege Hartmann mit einer Kurzintervention. Es soll nicht oder es gibt keine Anzeichen, dass erwidert werden soll. Ich übergebe jetzt an Kollegen Richter an Mikrofon 1 ebenfalls für eine Kurzintervention. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann es kurz machen, weil das Allermeiste, was ich auch sagen wollte, bereits von Kollegen Hartmann gesagt wurde. Allerdings möchte ich noch einmal auf einen Begriff insistieren, der in der Rede von Herrn Hütter vorkam, das ist der Begriff der kulturfremden Menschen. Ich weiß nicht, was das sein soll, und ich glaube, das gibt es nicht. Und ich weise das in aller Entschiedenheit zurück. Es gibt irregeleitete Menschen, es gibt radikalisierte Menschen, es gibt Fundamentalisten, es gibt auch Verbrecher. Die gibt es in allen Völkern und die gibt es unter den Angehörigen aller Religionen. Kulturfremde Menschen, Herr Hütter, das weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Und es gibt eine weitere Kurzintervention am Mikrofon 4, Kollege Lippmann, Bündnis Grüne. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich schließe mich im Großen und Ganzen den Ausführungen des Kollegen Hartmann an, die diesen Redebeitrag von Herrn Hütter schon ausreichend bewertet haben. Dennoch möchte ich auf drei Punkte, die mich persönlich auch gerade erschüttert haben, nochmal besonders hinweisen. Wir haben hier eine aktuelle Debatte, deren Ziel auch ganz klar in Richtung der israelischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Jüdinnen und Juden in diesem Land ist, dass wir gemeinsam als demokratische Institutionen hinter ihnen stehen. Und das haben alle auch zum Ausdruck gebracht, bis auf die Fraktion, die gerade gesprochen hat, die versucht, selbst bei diesem Thema, was eine hohe Sensibilität und eine hohe Verantwortung gerade in Deutschland mit sich bringt aufgrund unserer Geschichte, auf dem Rücken hunderter getöteter, verletzter und verschleppter Menschen selbst dann noch ihren Vulgärrassismus vorzutragen. Ich finde das unwürdig
für diese demokratische Institution. Und ich schäme mich dafür, dass dies in diesem Hohen Hause stattfinden kann. Und Herr Hütter, wenn Sie mit dem Finger auf andere zeigen, dann wissen Sie, dass einer mindestens zurückzeigt. Ich hätte mir in dieser Debatte von Ihnen, wenn Sie schon hier die Anklage spielen, gewünscht, dass Sie auf die eigene Verantwortung der AfD in dieser Frage eingehen und darauf rekurrieren. Da möchte ich zum einen deutlich machen, dass ich nicht glaube, dass eine Fraktion, die ein Mitglied hier sitzen hat, die sich zu dem von Frau Kliese auch angesprochenen Anschlag auf die Synagoge in Halle geäußert hat, mit der Frage, was schlimmer sei, eine beschädigte Synagogentür oder zwei tote Deutsche, ob diese Fraktion hier das Recht sich rausnehmen kann, überhaupt zu diesem Thema überhaupt in der Art und Weise vorzutragen. Die Redezeit. Und Herr Präsident, und damit möchte ich zum Schluss kommen, ich glaube auch nicht, dass eine Fraktion, die in ihrer befreundeten bayerischen Fraktion ein Mitglied hat, dem Volksverhetzung vorgeworfen wird und offensichtlich der große Glaube an die Ideologie des Nationalsozialismus zu eigen ist, dass diese sich hier so aufspielen sollte, wie sie sich gerade getan hat. Vielen Dank. Das war Kollege Lippmann mit einer Kurzintervention an Mikrofon 4. Und nun sehe ich an Mikrofon 5 Herrn Kollegen Urban, der vermutlich auch eine Kurzintervention tätigen möchte, auf den Redebeitrag seines Kollegen Carsten Hütter. Bitte schön. So ist es. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte auf einige Dinge, die mein Kollege Carsten Hütter angesprochen hat, noch einmal eingehen, um deutlich zu machen, worum es uns in dieser Debatte geht. Uns geht es in dieser Debatte. Ja, bleiben Sie noch mal ruhig. Uns geht es in dieser Debatte darum, dass wir nicht an einem schrecklichen Ereignis Krokodilstränen weinen, wenn wir davor und danach nicht wirklich ehrlich gegen Antisemitismus vorgehen. Und es ist eben so, und da müssen sich hier viele an die Nase fassen, dass die finanzielle Unterstützung der Hamas über Jahre von ihren Parteien im Bundestag gutgeheißen wurde, dass der Antrag der AfD, diese Finanzierung zu beenden und die Hamas als Terrororganisation einzustufen, von ihren Fraktionen abgelehnt wurde, dass die Boykotterklärungen gegen Produkte aus Israel gerade aus dem rot-grünen Lager von ihren Parteien kamen. Also bitte fassen Sie sich an die Nase, wenn Sie davon reden, warum in unserem Lande tatsächlich noch Antisemitismus da ist. Es ist eben heute zum großen Teil ein rot-grüner Antisemitismus, das haben wir auf der Documenta gesehen. Sie sind damit für mitverantwortlich und deswegen Glaubwürdigkeit fängt damit an, dass man sich an die eigene Nase fasst und nicht nur an einem Ereignis Krokodilstränen weint, weil das nützt nämlich den Jüdinnen und Juden hier und in Israel wenig, wenn morgen wieder die Boykottaufrufe kommen und wenn morgen wieder Geld nach Palästina fließt, was am Ende in die Taschen einer Terrororganisation fließt, die am Ende wieder mit Raketen schießt, die am Ende wieder Menschen umbringt. Bitte eigene Verantwortung übernehmen und nicht nur Krokodilstränen verdienen. Das war eine Kurzintervention von Kollege Urban. Und jetzt fahren wir fort in der Rednerreihenfolge. Und ich übergebe an Frau Kollegin Köditz, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, jüdisches Leben in Sachsen schützen, das heißt auch, den Kampf gegen Antisemitismus zu führen, und zwar entschlossen und nicht erst seit Neuestem. Schon seit 2014, seit beinahe einem Jahrzehnt, liegt die Zahl judenfeindlicher Straftaten, die jedes Jahr in Sachsen begangen werden, fast durchgängig im dreistelligen Bereich. Das ist das Dreifache früherer Fallzahlen. Sie stiegen ein halbes Jahrzehnt lang an, bis sie 2021 einen vorläufigen Höchstwert erreichten. Die meisten dieser Taten, das wissen Sie, kommen von rechts. Im laufenden Jahr wurden bereits mehr als 100 judenfeindliche Taten registriert. Und es handelt sich nicht nur um sogenannte Propagandadelikte, sondern auch um Fälle der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung. Hier ist der Rechtsstaat gefragt,
Leider wirkt er mitunter überfragt. Im vergangenen Jahr gab es in Sachsen genau 16 Verurteilungen wegen antisemitischer Taten. Das ist noch nicht mal ein Zehntel des Fallaufkommens. Von einem Verfolgungsdruck kann also nicht die Rede sein. Ich habe bisher nichts gehört, was sich daran ändern soll. Allerdings hörte ich erst gestern wieder den Ruf nach Strafrechtsverschärfung. Das Thema Sensibilisierung von Polizeibediensteten wurde jetzt auf die Agenda gesetzt. Jetzt. Warum nicht schon in den letzten Jahren? Ich erinnere mich an solch widerliche Vorkommnisse in Sachsen wie Bombenholocaust, Kinderschuhe vor Rathäusern und Schulen, gelbe Sterne mit der Inschrift ungeimpft und so manches andere. Wo waren da Sensibilisierung und Verfolgungsdruck? Und zudem frage ich mich, ob nicht spätestens jetzt der Moment gekommen ist, die Stelle des Beauftragten der Staatsregierung für das jüdische Leben aufzuwerten. Bislang nur ehrenamtlich. Meine Damen und Herren, dem Kampf gegen Antisemitismus führen heißt gegen jeden Antisemitismus. Als Linke sage ich das ganz deutlich, weil es mich besonders bestürzt. Es gab und gibt einen Antisemitismus von links. Er ist, wie jeder Antisemitismus, auf seine Weise perfide. Denn er äußert sich im Namen von Unterdrückten. Er artikuliert sich in der Rhetorik von Befreiung und Frieden. Doch wir stoßen auf ihn in einem Moment, in dem die vermeintliche Befreiung von Unterdrückten nichts anderes ist als ein antisemitischer Pogrom, Teil eines Krieges gegen Israel. Welcher Art dieser Krieg ist, welches Ziel er mit welchen Methoden verfolgt, weiß nach den Bildern des 7. Oktober jeder, der fühlen und denken kann. Allen anderen ist nicht zu helfen. Um ganz deutlich zu werden, wer nicht in der Lage ist, die Mörder der Hamas als das zu erkennen und zu verurteilen, was sie sind, das erkämpft nämlich nicht das Menschenrecht, sondern sie wollen zerstören. Der will nicht den Frieden, sondern marschiert in die Barbarei. Das ist grausam und dumm. Befreiung, das wäre nicht zuletzt die Befreiung von der Hamas, die auch viele Palästinenserinnen und Palästinenser unterdrückt. Frieden, das wäre auch Frieden für Israel, dessen Bevölkerung mit Raketen beschossen wird, tausendfach, pausenlos, jeden Tag und seit vielen Jahren. Den Kampf gegen Antisemitismus führen heißt, ihn als Problem der ganzen Gesellschaft erkennen, ihn in unserer Einwanderungsgesellschaft eben auch als Problem der Einwanderungsgesellschaft begreifen. Das liegt auf der Hand. Kein Beitrag zum Kampf gegen Antisemitismus ist jedoch die fremdenfeindliche Idee, das Problem würde verschwinden, indem wir aufhören, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein. Wer so denkt, und einige hier denken ja so, hat von dem Problem gar nichts verstanden. Antisemitismus ist uns nämlich nicht fremd. Die Redezeit ist vorbei. Ein Gedanken bitte noch. Man kann das nicht einfach abschieben. Um es hier ganz deutlich zu sagen, Deutschland, dafür steht der 9. November, hat den Antisemitismus nicht importiert. Daher kann man Antisemitismus auch nicht abschieben. Redezeit. Das muss ich den Vernünftigen unter Ihnen nicht sagen. Und die anderen frage ich ganz einfach, wohin wollen wir Typen hinschieben, die Hubert, Björn oder Carsten heißen? Kollegin Köditz sprach für die Fraktion Die Linke. Kollegin Schubert spricht nun für die Fraktion Bündnis Grüne. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen.
Jüdinnen und Juden haben in Deutschland und auch in Sachsen wieder Angst, sich zu bekennen, sich zu zeigen und offen ihre Kultur und Religion zu leben. Die Angst ist zurück. Das haben wir unter anderem letzte Woche im Gespräch des Kabinetts mit den jüdischen Gemeinden erfahren. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass jüdische Menschen wieder Angst haben in Deutschland oder in Sachsen. Aber der Antisemitismus zeigt sich in diesen Tagen in vielen Facetten. Offen auf der Straße bei Demonstrationen, durch brennende israelische Flaggen, durch Drohungen und Angriffe und er zeigt sich sogar bei studentischen Gruppen. Ob Hetze oder Judenwitze, wir dürfen hier nicht wegschauen. Es ist wichtig, dem entgegenzutreten und ein klares Zeichen zu setzen, damit das radikale Gute, von dem Hannah Arendt sprach, immer stärker bleibt. Zeigen wir jeden Tag Empathie für unsere jüdischen Mitmenschen. Das gehört nämlich zum Nie wieder. Und dieses Nie wieder, das ist jetzt. Die anti-israelischen Demonstrationen in den letzten Wochen waren absolut inakzeptabel. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, rechtfertigt das Handeln der Hamas-Terroristen. Und so dürfen wir weder die Augen vor dem verfestigten Antisemitismus der Rechtsextremen verschließen, der den Holocaust relativiert, noch vor dem, und da danke ich Kollegin Köditz ausdrücklich, vor dem Antisemitismus aus Teilen einer politischen Linken. Und bevor die Frage nach Kritik an der politischen Führung Israels aufkommt, ja, dies ist erlaubt. Und es ist genauso erlaubt, sich für die Linderung des Leids im Gazastreifen einzusetzen. Das Völkerrecht gilt immer und ausnahmslos für alle Seiten. Die Einforderungen von Humanität und Schutz der Zivilbevölkerung sind daher selbstverständlich richtig und wichtig. Aber die Hamas hält in meinen Augen nicht nur 241 jüdische Geiseln fest. Sie hält auch 2 Millionen Menschen im Gazastreifen als Geiseln und menschliche Schutzschilde fest. Und die zivilen Opfer im Gazastreifen sind Opfer des Terrors der Hamas. Zur Bedrohungslage in Deutschland. Es braucht mehr staatlichen Schutz und es braucht die konsequente Verfolgung antisemitischer Straftaten. Wir setzen uns dafür ein, dass Strafverfolgungsbehörden geschult sind und Antisemitismus als solchen erkennen und ahnden. Und ich zitiere hier wieder Vizekanzler Robert Habeck. Zitat: Unsere Verfassung schützt und gibt Rechte. Sie legt Pflichten auf, die von jedem und jeder erfüllt werden müssen. Beides kann man nicht voneinander trennen. Toleranz kann an dieser Stelle keine Intoleranz vertragen. Das ist der Kern unseres Zusammenlebens in der Republik. Zitat Ende. Und deshalb ist es absolut nicht zu tolerieren, wenn zur Gewalt gegen Juden aufgerufen wird. Wer in Deutschland leben will, von dem erwarte ich, sich zur deutschen Staatsräson klar zu bekennen. Wir müssen offensichtlich etwas für die politische Bildungsarbeit, die engagierte Zivilgesellschaft und für die Erinnerungskultur tun und sie noch besser unterstützen. Denn es ist das Fühlen des Grausamen, was diese Erinnerungskultur erfüllt und sich in unserem Handeln nachhaltig verankert. Und schließlich gehört zum Schutz des jüdischen Lebens auch die Unterstützung der jüdischen Kultur. Als Bündnisgrüne wollen wir, dass die jüdische Kultur einen selbstverständlichen Platz in unserem Gemeinwesen einnimmt. Dafür treten wir ein. Macht etwas, das menschlich ist, hat der israelische Autor Edgar Keret auf die Frage geantwortet, welche Art von Solidarität er sich jetzt wünscht. Wir sollten Widerspruch leisten, ganz klar, überall da, wo Antisemitismus als Facette von Meinungsfreiheit bagatellisiert wird. Leisten wir alle unseren Beitrag dazu. Für meine Fraktion darf ich deutlich sagen, wir stehen an der Seite der jüdischen Menschen in diesem Land. Angesichts der Gräueltaten, die beim Angriff auf Israel begangen wurden, ist es schwer, in diesen Zeiten das tiefe Gute zu sehen, wenn oberflächlich so viel Böses wütet. Und angesichts des unendlichen Leids der Menschen, der Angst der Zivilbevölkerung und der Angehörigen ist es schwer, das radikale Gute zu spüren, wenn so viel Böses schwelt. Und dennoch möchte ich schließen mit Hannah Arendts Wort zum radikalen Guten. Das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche wuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Engagieren wir uns gemeinsam genau dafür und erfüllen wir das nie wieder mit Leben. Vielen Dank. Kollegin Schubert sprach für die Fraktion Bündnis Grüne. Gibt es seitens der SPD-Fraktion noch Redebedarf? Das sehe ich nicht. Dann übergebe ich an Herrn Kollegen Teichmann.
In der nächsten Runde? Gut, dann steigen wir jetzt in die nächste Runde ein. Ich frage die CDU. Kollege Motschiedler, bitteschön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Rechtspolitiker sage ich, wir stehen fest an der Seite Israels. Und das sind wir all denen schuldig, die bei dem furchtbaren Terrorangriff der mörderischen Hamas Familienangehörige, Freunde und Kollegen verloren haben. Ich denke da immer an mich selbst. Wie würde ich mich jetzt mit meiner Familie und meinen Kindern fühlen? Und bei aller Ohnmacht und bei aller Sprachlosigkeit und das, was ich gerade von den Hütters hier gehört habe und hören musste, jetzt müssen wir unsere Stimme erheben und gemeinsam ein klares Zeichen der Solidarität setzen. Frau Kollegin Kliese hat gesagt, nie wieder. Nie wieder ist jetzt. Und jetzt beginnt es. Und wir müssen es fortsetzen. Denn wir lassen nicht zu, wir dürfen auch nicht zulassen, dass das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird. Und ich sage auch ganz klar, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht nach Artikel 51 der UN-Charta, sich gegen den Terror der Hamas auch zu verteidigen. Und das haben wir uns auch bei der Gründung des Freundeskreises Israel im Sächsischen Landtag im Frühjahr 2022 alle in die Hand versprochen. In der Gründungserklärung heißt es, ich zitiere, die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sind geprägt von gemeinsamen Interessen und Werten. Israels Existenzrecht und die Sicherheit des Staates Israel sind für den Freundeskreis Israel im Sächsischen Landtag Staatsraison und nicht verhandelbar. Ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Diese uneingeschränkte Solidarität, unsere Unterstützung und unser Mitgefühl gilt auch allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die hier im Freistaat Sachsen leben. Jüdische Gemeinden sind ein wichtiger und ein ganz fester Bestandteil in unserer Gesellschaft. Am 7. Juni 1994 wurde der Vertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landesverband der Sachsen der jüdischen Gemeinden, nämlich bestehend aus den Gemeinden Chemnitz, Leipzig und Dresden, geschlossen. Wir wollen gemeinsam das kulturelle und auch das religiöse Erbe des Judentums im Freistaat Sachsen bewahren und vor allem auch weiter fördern. Und das tun wir nicht einfach so, weil wir ja aus historischer und moralischer Verantwortung handeln. Wir haben das gerade gehört. Wir tun es aus tiefster innerer Überzeugung. Und da danke ich dem Beauftragten für das jüdische Leben im Freistaat Sachsen für seine wirklich großartige Arbeit, diese Verbindung. Vielen Dank an Thomas Feist für das Engagement, Brücken zu bauen. Dann nehme ich doch mal die Anregung auf, dass wir vielleicht doch über eine Aufwertung nachdenken sollten bei dieser Arbeit, gerade in dieser Zeit. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. So, wir wenden uns mit den rechtsstaatlichen Mitteln gegen jede Form des Antisemitismus. Das tun wir, denn Antisemitismus hat, das haben wir alle und da stimmen wir auch überein, bis auf eine Gruppe, hat bei uns keinen Platz im Freistaat. Und diesen Grundsatz, den haben wir auch diejenigen zu akzeptieren, die, wie auch immer sie, zu uns kommen. Und das setzt auch die Grenzen, die wir in unserem Rechtsstaat, in unserer Demokratie haben. Und da ist es mir nicht bange drum. Und mit unserem Innenminister wird unser Versammlungsrecht auch konsequent weiter umgesetzt. Zu unserer DNA unseres Grundgesetzes. Die DNA unseres Grundgesetzes, der Wesenskerns unserer Demokratie, gehört nämlich der Schutz der Religionsgemeinschaften. Und das macht eine wertgebundene, das macht eine wachsame und das macht auch eine wehrhafte Demokratie aus. Wir stehen fest an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir gehen gemeinsam mit unseren jüdischen Gemeinden in die Zukunft. Egal, ob es jetzt Musik ist, ob es Literatur ist und mal ganz persönlich auch ein bisschen jüdische Küche. Jüdisches Leben ist ein Bestandteil, ist ein Teil in unserer Gesellschaft. Und es gibt auch jetzt viele Möglichkeiten, die jüdische Kultur und die Religion auch in Sachsen aktiv zu erleben. Zum Beispiel hier in Dresden
haben wir die jüdische Musik- und Theaterwoche. Und die ist vor wenigen Tagen auch eröffnet worden. Lassen Sie uns doch hingehen. Gehen wir, machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Leben wir Solidarität. Das ist echte gelebte Solidarität. Machen wir uns los. Vielen Dank. Kollege Motschiedler sprach für die CDU-Fraktion und nun sehe ich am Mikrofon 5 Kollege Urban von der AfD-Fraktion, vermutlich mit einer Kurzintervention auf den Redebeitrag vom Herrn Kollegen Motschiedler. Bitte schön. Jawohl, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Motschiedler, Sie haben wieder die Debatte zu Israel, zum jüdischen Leben in Sachsen, missbraucht, um uns zu unterstellen, wir wären eine Gruppe, die nicht jeden Antisemitismus in Deutschland ablehnt. Und dem muss ich ausdrücklich widersprechen und ich weise noch einmal darauf hin, im Bundestag, da war der Anschlag noch nicht passiert, da war scheinbar noch Frieden, im Bundestag ist es meine Fraktion gewesen, die AfD, die beantragt hat, die Hamas zur Terrororganisation zu erklären. Und Ihre Fraktion, die CDU, hat diesen Antrag abgelehnt. Ich halte Sie mit allem, was Sie hier vortragen zu Musik und Essen, für unglaubwürdig. Unsere jüdischen Bürger in Sachsen, denen nützt es wenig, wenn wir essen gehen, wenn die Bedrohung, die da ist, wenn ihre Läden angegriffen werden und die Restaurants, wenn sie gerade nicht da sind zum Essen, trotzdem besteht. Wir haben hier Demonstrationen, die sind antisemitisch in Sachsen, auf unseren Straßen, in Dresden, in Chemnitz. Und ich bin sehr gespannt, was die sächsische Polizei unserem Innenminister Herrn Schuster machen wird. Jetzt in Dresden standen sie am Rand und haben zugeschaut und haben nicht eingegriffen. Wenn sich das in Zukunft ändert, bin ich froh. Bis heute sind Sie als CDU in dieser Debatte für mich völlig unglaubwürdig. Das war die Kurzintervention von Herrn Kollegen Urban und die Erwiderung erfolgt an Mikrofon 4, Kollege Motschiedler. Bitte schön. Ich redete davon nicht, dass wir jetzt essen gehen müssen zusammen. Das würde ich eh mit Ihnen nicht tun. Ich habe nur davon geredet, dass wir ein Teil dieser Kultur sind. Und das sind wir alle zusammen. Und wenn ich höre, dass wir eigentlich die Israelis, die Jüdinnen und Juden im Freistaat Sachsen schützen und beschützen wollen, ja, dann höre ich das von Ihnen nicht. Von der Hütte höre ich immer nur, da ist alles andersrum fast. Wir haben nicht einmal von Ihnen gehört, diesen Debattentitel, den wir miteinander führen wollten durch Zwischenrufe, da habe ich es jetzt gehört, ja. Aber diese Frage, wie gehen wir jetzt miteinander um, wie stehen wir zusammen? Ja, der Herr Schuster müsste noch mehr tun. Nee, wir sind die Gesellschaft, wir sind die Demokratie. Wir müssen aufstehen, wir müssen miteinander reden und nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, was sie die ganze Zeit tun. Und sich lächerlich darüber zu machen, weil ich unsere Küche als gemeinsamen Wert nehme, ich halte es für richtig. Nein, ich habe mich im Finger, ich habe Sie gesagt, ich habe gesagt, ich habe von den Hütters dieser Welt gehört, dass wir nicht über das reden, Demokratie, Rechtsstaat. Wir stehen zusammen in einer Seite, wir stehen zu Israel. Das ist Ihnen nicht über die Lippen gekommen, auch jetzt nicht. Und die Kritiker an der CDU, wir sehen es als Herausforderung. Das war die Erwiderung an Mikrofon 4 von Herrn Kollegen Motschiedler. Und jetzt übergebe ich das Wort an die AfD-Fraktion in dieser dritten Rederunde. Kollege Kühne, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, manchmal ist es nicht auszuhalten bei so einem wichtigen Thema. Es ist schon gesagt und es ist zu untermauern. Der 7. Oktober 2023 markiert den größten Massenmord an Juden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Daran gibt es nichts zu deuteln, daran gibt es nichts zu relativieren, daran gibt es nichts zu beschönigen. Es ist gerade einmal 2 Jahre her, dass wir in diesem Plenarsaal über jüdisches Leben, jüdische Kultur in Sachsen debattiert haben. Damals ging es darum, dass seit nunmehr über 1700 Jahren Juden auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik leben. Dass in den vergangenen Jahrzehnten wieder alte und neue jüdische Gemeinden erblüht sind, auch in meiner Heimatstadt Leipzig. Der Umstand, ein Umstand, der uns alle mit Hoffnung und Freude erfüllt. So ähnlich habe ich mich bereits vorletztes Jahr ausgedrückt. Aber Herr Richter von der SPD-Fraktion wollte mir das nicht so recht abnehmen. Ich darf Sie zitieren, Herr Richter. Die Botschaft höre ich wohl, aber der Glaube fehlt mir. Herr Richter, Sie wären überrascht,
Wenn Sie wüssten, wie viele jüdische Mitbürger sich an mich persönlich und an Vertreter meiner Fraktion wenden. Das mag daran liegen, dass die AfD als einzige Partei wahrgenommen wird bei vielen Jüdinnen und Juden in unserem Lande, in unserem Freistaat, die tatsächlich als einzige Partei auch und gerade den importierten Antisemitismus thematisiert und davor warnt. Und nicht erst seit gestern oder seit vorgestern, sondern seit 10 Jahren, seitdem es die Partei gibt. Auch dazu habe ich vor 2 Jahren an dieser Stelle schon gesprochen. Damals marschierten in Städten wie Leipzig hunderte Personen gegen Israel auf. Es wurden antisemitische Parolen skandiert, Israel-Fahnen angezündet, vor 2 Jahren. Und bevor mir wieder jemand vorwirft, irgendetwas relativieren zu wollen, gerade in die Richtung, die meisten antisemitischen Straftaten in Sachsen werden dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. Aber dieser Umstand macht doch weder das eine noch das andere besser. Hass auf Juden hat in unserem Freistaat nichts verloren, Herr Gebhardt. Egal aus welcher Ecke er kommt. Ich bin einfach nur fassungslos, mit ansehen zu müssen, wie zum Beispiel Greta Thunberg, das Flaggschiff der grünen Klimabewegung, vor dieser Kulisse zu einem Generalstreik für Solidarität mit Palästina aufrufen kann. Unter dem Schlagwort Free Palestine, ein Schlagwort, das nur vordergründig für die Freiheit der Palästinenser steht, gemeint ist ein freies Palästina vom Mittelmeer bis zum Jordan. Und das bedeutet nichts anderes als wie die komplette Auslöschung des Staates Israels. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren Staatsminister, ich kann Sie nur eindringlich bitten, über die Schranken der Parteipolitik hinweg tun Sie, was in Ihrer Macht steht, dass Juden in Deutschland und vor allen Dingen und gerade auch hier in unserem Freistaat Sachsen, das ist das Plenum unseres Freistaates, geschützt werden, jetzt und in Zukunft, nicht nur in Synagogen, nicht nur in Lehreinrichtungen, in Kindertagesstätten, in Restaurants, Cafés, in Einrichtungen, Treffpunkten, Vereinen, in Bars und so weiter. Bitte, und schützen Sie auch diejenigen, die den Mut haben, öffentlich ihre Stimme gegen den Mord an Juden und anderen Zivilisten zu erheben, egal, ob es sich um Christen, Juden, Atheisten oder auch um Moslems handelt, Herr Richter. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Das war Herr Kühne für die AfD-Fraktion. An Mikrofon 1 sehe ich jetzt Frank Richter mit einer kurzen Intervention. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kühne hat mich persönlich angesprochen. Ich versuche mal zu differenzieren, Herr Kühne, und vielleicht können Sie mitgehen. Das Erste, Deutschland und auch Sachsen importieren keinen Antisemitismus. Ich weiß nicht, welchen Begriff Sie von Import haben, aber ich weise das zurück, das ist Unsinn. Was Sie vielleicht gemeint haben könnten, ist Folgendes. Deutschland hat ein Asylrecht. Und nach Deutschland kommen auch aus anderen Gründen, aufgrund anderer Rechtstitel, Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen. Und so schlimm es ist, ja, es ist schlimm, unter denen sind auch viele, die für Antisemitismus empfänglich sind und die sich jetzt radikalisieren. So viel Differenzierung, glaube ich, kriegen wir hin in der Begrifflichkeit. Aber den Antisemitismus, Frau Köditz hat darauf hingewiesen, den gab es auch schon vorher und den gibt es auch schon ganz unabhängig sozusagen von der Personengruppe, die ich gerade beschrieben habe. Und den muss man, glaube ich, auch bei denen suchen, die zu ihrer Anhängerschaft gehören. Ich habe versucht zu differenzieren und die Importthese ist Unsinn, dabei bleibe ich. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, der so viel Differenzierung verträgt die Debatte schon. Ich bin in Israel gewesen, ich habe sehr viele Freunde, ich telefoniere mit denen regelmäßig. Ich durfte ja auch schon mal eine Holocaust-Überlebende, mit der ich befreundet bin, in diesem Hohen Haus begrüßen. Von dem, was jetzt in Israel geschieht, sind auch arabische Menschen in Israel tief betroffen, mit denen ich telefoniere. Und Israel absolut
identisch zu setzen mit Jüdisch oder Judentum ist halt in der Sache falsch. Auch an dieser Stelle bräuchten wir etwas mehr Differenziertheit in der Debatte. Vielen Dank. Das war die Kurzintervention von Frank Richter. Herr Kühne, Sie können darauf reagieren. Ja, Sie haben 2 Minuten. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Richter. Ich möchte da doch kurz Ihnen darauf antworten. Mir ist bekannt, dass es arabische Juden gibt, dass es im Parlament Araber gibt. Mir ist bekannt als Christ, so wie Ihnen, dass auch in diesem Gazastreifen unsägliches Leid und so weiter stattfindet. Ich kann das nur alles nicht in 5 Minuten in meine Rede reinpacken. Und das geht auch meinen kritischen Kollegen so. Und was ich mir hier alles an Hass und Hetze anhören muss, die letzten 4 Jahre, Herr Richter, Sie könnten auch mal etwas relativieren. Wie gesagt, ich habe es schon mal in einer anderen Richtung gesagt, es sind 35 Menschen. Ja, nur mal ganz nebenbei, in 10 Monaten wird abgerechnet. Dann werden die Menschen in Sachsen das schon richten, so hoffe ich. Danke. Das war die Reaktion von Herrn Kühne. Gibt es jetzt von Seiten der Fraktion weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht, dann bitte Herr Staatsminister Schenk. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am vergangenen Freitag habe ich zum Schabbat die Schabbat-Lubavitch-Gemeinde in Dresden besucht. Ein Besuch, der mich sehr bewegt und betroffen gemacht hat. Die Lubavitch-Gemeinde ist eine lebendige Gemeinschaft. Normalerweise treffen sich ihre Mitglieder regelmäßig, um den Schabbat gemeinsam zu feiern. Am vergangenen Freitag war alles anders. Wie ich erfuhr, war nur etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder zusammengekommen. Warum? Weil bei vielen von ihnen die Angst überwog, nach draußen zu gehen, in ihre Synagoge, in ihr Gemeindezentrum. Es ist erschüttert, wenn Juden in unserer Nachbarschaft Angst haben, ihre Gemeindemitglieder und Einrichtungen von der Polizei rund um die Uhr bewacht werden müssen. Das wollen und dürfen wir nicht zulassen. Unsere historische Verantwortung bedeutet, dass wir alles dafür tun, dass sich unsere jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Sachsen sicher fühlen. Wir wollen, dass sie sicher und ohne Angst bei uns leben können und Sachsen ihnen eine gute und sichere Heimat ist. Der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf die Menschen in Israel liegt 1 Monat zurück. Ein Pogrom, dessen Ausmaß wir erst nach und nach begreifen können. Ein Angriff auf wehrlose Frauen, Kinder und Männer. Kindern hat man Arme und Beine abgehackt, Männern die Augen ausgestochen und Frauen die Brüste aufgeschnitten. Ein barbarischer Angriff, wie wir es uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Und es erschüttert und macht fassungslos, dass Millionen von Kommentaren in den sozialen Netzwerken diese Barbarei bagatellisieren oder sogar feiern. Der 7. Oktober war ein Zivilisationsbruch. Die Verantwortung für diese Gewalt, diesen Krieg, trägt allein die Hamas, tragen allein militante islamistische Terroristen und tragen Staaten wie der Iran. Es ist das natürliche und selbstverständliche Recht Israels, diese Angriffe zu erwidern. Es geht um Selbstverteidigung. Denn es ist klar, meine Damen und Herren, die Islamisten fantasieren von der Vernichtung Israels, der Vernichtung des jüdischen Staates. Es sind Kampfansagen an unsere Vorstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, an die Werte der freien, liberalen westlichen Welt. Wenn die Hamas die Waffen niederlegt, wäre Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, wäre es vernichtet. Die sächsische Staatsregierung verurteilt die Terrorakte der Hamas aufs Schärfste. Wir verurteilen die unerträglichen Sympathiebekundungen und antisemitischen Äußerungen, wie sie auf pro-palästinensischen Kundgebungen und Demonstrationen verbreitet werden. Die Bilder von Demonstrationen in vielen deutschen Städten, auch hier in Sachsen, sind für mich unerträglich.
In deutschen Städten werden wieder Synagogen angegriffen, Davidsterne geschmiert oder die Gäste eines Starbucks-Cafés angepöbelt, weil der Eigentümer und Gründer der Kaffeehauskette Jude ist. Dem treten wir mit aller Kraft entgegen. Es ist an der Zeit, deutlich zu machen, wer bei uns lebt, muss unsere Grundwerte teilen. Gerade wegen der besonders dunklen deutschen Geschichte tragen wir eine besondere Verantwortung. Morgen ist der 9. November, ein Schicksalstag für die jüdischen Menschen in Deutschland. Nie wieder ist jetzt. Vor wenigen Tagen hat sich das Kabinett mit den Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinden zu einem vertrauensvollen Austausch getroffen. Vieles war bedrückend zu hören. Aber auch Dankbarkeit für Gesten der Unterstützung und Hilfe in schweren Zeiten wurde deutlich. Die Staatsregierung steht seit jeher im engen Kontakt mit den Vertretern der jüdischen Gemeinden. Städtepartnerschaften wie Leipzig und Herzliya, Chemnitz und Kirjat-Bialik, Grimma und Gesa, Reichenbach im Vogtland, Maalot, Taschia sind Zeichen gelebter Solidarität. Der Beauftragte der Staatsregierung für das jüdische Leben in Sachsen, Thomas Feist, koordiniert die Antisemitismusprävention in Sachsen für Schulen, Behörden und Multiplikatoren der Gesellschaft. Für uns ist klar, das Judentum gehört zu Sachsen. Es wurden neue Synagogen gebaut. Das jüdische Leben hat sich bei uns in Sachsen seit der Friedlichen Revolution gut entwickelt. Die Gemeinden sind gewachsen von 150 Gemeindemitgliedern 1989 auf heute knapp 2.500. Jüdisches Leben war und ist für uns in Sachsen eine Bereicherung. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Es war Henriette Goldschmidt, Frauenrechtlerin, Sozialpädagogin und Jüdin, die in Leipzig die erste Hochschule für Frauenberufe im Deutschen Reich gründete. Es war David Leder, Textilhändler in Chemnitz und Jude, der mit seiner Sammlung einen Grundstock zur Chemnitzer Kunstsammlung legte. Und in wirren Zeiten, als die junge Demokratie in Sachsen bedroht war, war es Georg Gradnauer, der als Ministerpräsident und Jude in Dresden gegen die Extremisten von links und rechts die Demokratie verteidigte. Bis zur Zeit des Nationalsozialismus waren unsere Städte geprägt von jüdischem Leben. Als Unternehmer, Wissenschaftler, Künstler und Stifter hatten sie eine maßgebliche Rolle an der Entwicklung des modernen Sachsens in der Zeit der Industrialisierung bis in die Weimarer Republik. Machen wir uns das bewusst. Es ist unsere Aufgabe, dem Antisemitismus in allen Ausprägungen entgegenzutreten. Jeder Einzelne von uns kann jetzt seine Solidarität zeigen und leben. Zeigen wir Unterstützung und Verbundenheit, lassen wir sie in diesen Zeiten nicht allein. Jeder Einzelne von uns kann seine Solidarität zeigen und leben. Wir müssen antisemitischen Ressentiments immer und überall widersprechen. Gewalt in Tat und Wort gegen Jüdinnen und Juden ist nicht hinnehmbar, ist nicht verhandelbar. Hier gilt eine Null-Toleranz. Die jüdischen Menschen nicht nur in Sachsen brauchen mehr denn je unsere Unterstützung und Verbundenheit. Wir dürfen sie in diesen Zeiten nicht allein lassen. Aktive und gelebte Nachbarschaft und Miteinander, das ist das beste Mittel gegen Vorurteile, Marginalisierung und Hass. Wir stehen mit den jüdischen Freundinnen und Freunden zusammen. Wir wollen Israel mit unseren Herzen sehen. Am letzten Freitag kam nur etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder zur Schabbatfeier. Es ist der Auftrag an uns und alle Menschen der freien Welt, dass Jüdinnen und Juden ihren Alltag leben können und selbstverständlich und ohne Angst ihre Feste wie den Schabbat gemeinsam feiern können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die erste aktuelle Debatte ist damit abgeschlossen.